Und da sind wir auch schon wieder bei The Hunter Primal, immer noch auf der Suche nach dem Weg hoch zum Vulkan und auf dem Weg, dem Flugsaurier zu entwischen. In der Hoffnung, dass das auch irgendwie funktioniert. Ja, wir sind fast da, Leute. Da oben ist der Zugang zum Vulkan. Ja, wie ihr hört, er ist uns immer noch auf den Fersen. Ich warte immer kurz wegen der Ausdauer. Es rennt sich eben besser, wenn die voll ist. Nein, kurz warten. So, weiter geht's. Ich weiß, dass ich ein bisschen ruhiger bin gerade. Liegt aber daran, dass ich mich sehr auf die Geräusche von dem Saurier da oben konzentriere und wo der gerade so hinfliegt, weil es eben jetzt auch so ein bisschen in die heikle Phase geht. Bin gespannt, wie weit wir kommen. Ich weiß, dass das eigentlich ein unmögliches Ding ist, den Vulkan zu erklimmen. Gerade bei mir ist das immer eher so ein bisschen, ja, Versuch auf gut Glück. Ich liege gerade auf dem Stein. Kann das sein? Dreht er zu uns? Noch nicht. Okay, das heißt, ich kann noch mal ein bisschen weiter. Ja. Wie gesagt, immer schön von Farn zu Farn. Wieder crouchen. Ach Gott. Meine absolute Lieblingsbeschäftigung. So, wo bist du? Da bist du. Toll. Ich glaube, wir haben hier zwei. Mist. Mist, Mist, Mist. So, jetzt wird's interessant. Wir haben. Na gut, bis da vorne hin können wir noch laufen, fahren und Bäume. Haben wir da vorne noch ein paar? Oh. Hallo. Hallo, Patrick. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Nein. Flieg einfach weiter. Lass mich in Ruhe. Du siehst mich nicht. Ah, verdammt, ich hab's doch gewusst. Hey, ich hab ihn getroffen und sogar getötet. Ist das denn ernst? Krass. Also ihr habt ihn definitiv vom Himmel fallen sehen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo er gelandet ist. Okay, das heißt, wir können ihn sogar mit dem Revolver vom Himmel holen. Das ist krass. Es tut mir leid, wenn ich den jetzt nicht kriege. Aber ich bin gerade mehr darauf aus, hier irgendwie sicher doch noch mich. Boah, fuck, 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 fuck. Der hat uns auch gesehen. Wo ist er?
nicht nachladen. Oh Mann. Komm. Komm schon. Verdammt. Sag mal. Der will nicht, habe ich doch das Gefühl. Jetzt, hallo? Komm da runter, verdammt. Alter. Ey, das gibt's doch nicht. So, mir reicht das jetzt. Schön, er ist in seiner Haltung festgepackt. Sieht sehr interessant aus. Oh. Du kriegst mich nicht. Mist, es war zu früh. Scheiße. Nein, du ziehst mich nicht mit. Du ziehst mich nicht mit. Okay, neue Taktik. Huch! Hoppla, das war mein Handy. Ich hoffe, man hat es nicht so stark gehört. Mann, seht ihr? Und genau das ist eben das Problem. Wegen dem Volltrottel kommt man hier fast so gut wie nicht weiter. So, jetzt ist es daran, da über das Feld zu laufen. Scheiße. Übel. Übel. Ich harre hier jetzt einfach mal ganz kurz aus. Ich sollte mich auch eigentlich nicht so viel bewegen. Mist, der hat uns. Scheiße, scheiße. Oh Mann, nicht gut, nicht gut. Greift er an? Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. Ich hol mir den jetzt. Ich probiere es zumindest.
Ich weiß, ich verplempere hier gerade meine Munition. Krass, ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht vom Himmel. Wie hat zum Teufel habe ich denn den anderen gekriegt? Also man kann ihm auch ausweichen, indem man, geiler Sonnenuntergang, indem man kurz bevor er einen angreift, sich hinlegt. Was ich gerade erfolgreich nicht getan habe. Damn it. Okay, wir laufen einfach. Jetzt reicht's mir. Ich laufe jetzt einfach. Wow, das war arschknapp. Wo bist du? Komm. Boah, schreit der so ekelhaft. Na komm. Okay, ich glaube, ich hab's ungefähr raus. Ich hab's ungefähr raus, wie ich ihm entkommen kann. Das ist gut. Es ist interessant, dass er einen nicht mehr direkt hochhebt. Das ist wirklich interessant. Weil vorher war es so, dass er eben direkt einen mitgenommen hat und hochgenommen hat und einen irgendwo dann wieder fallen gelassen hat. Und diesmal ist es so, er kriegt mich noch nicht mehr zu fassen. Das ist interessant. Also, man lässt mir sozusagen die Möglichkeit zu entfliehen, indem ich mich auf den Boden schmeiße, kurz bevor er mich angreift. Ja, was ist? Kommst du oder nicht? Noch nicht, aber gleich. Wow. Ich war noch nie so weit. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folge jetzt mache, aber ich denke, es bleibt bei normalen 20-Minuten-Folgen. Ich schneide das dann einfach, also nicht da dran, sondern ich mache das dann immer noch in derselben Aufnahmesession hier, da man sowas auch nicht wirklich unterbrechen kann. Aber hier werde ich jetzt zum Beispiel noch nicht so wirklich angegriffen. Woran das liegt, weiß ich nicht. Okay, Achtung. Ernsthaft? Der fliegt an mir vorbei und trifft mich? Krass, also die Range ist wirklich sehr groß berechnet. Jetzt hat er schon wieder den Bug.
dass er mit den Füßen nach vorne fliegt. Ich dachte, das sollte behoben sein. Oh, da kam er von hinten. Patrick, wieso kommst du von hinten? Das ist aber nicht nett. Scheiße. Sag mal. Das sieht ein bisschen komisch aus. So. Nicht wundern, ich versuche jetzt mal ein bisschen auf Abstand zu halten. Handy, sei still! Oh, da kam er auch von hinten. Ja, Handy ist ja gut, ist ja gut. Krass, der kriegt mich hier gar nicht mehr. Das ist interessant. Das sieht so bescheuert aus. Na komm. Wieso kann ich in dem Moment... Wieso kann ich hier in dem Moment nicht sprinten? Mal jetzt geht's. Ging vorhin nicht. War komisch. Wow, wir sind nicht mehr so weit weg vom Hotspot. Autsch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das doch tatsächlich schaffe. Ziffis Research Station. Wow. Alter Schwede, ich habe den Hotspot erreicht. Ohne Scheiß. Das ist richtig nice. Jetzt hänge ich hier fest. Ja, das ist ein Tagebuch. Kann ich das dann jetzt wenigstens in Ruhe lesen? Das wäre ganz nett. Wir haben den letzten Ausbruch nicht vorhergesehen. Jetzt sind wir hier oben gefangen. Die Kommunikation ist abgebrochen und wir haben kein Trinkwasser und kein Lebensmittel. Meine Vermutung ist, dass wir zum Sterben verurteilt sind. Genau das, was auf man diesem teuflischen Planeten offenbar üblicherweise tut. Ja, das stimmt, man stirbt hier wirklich sehr oft. Das ist wahr. Aber das hier ist sehr geil. Man hat hier jetzt quasi die Möglichkeit, durch ein Guckloch also Patrick zu jagen, ohne dass er mich sieht. Ihr merkt, er sucht mich auch schon die ganze Zeit, beziehungsweise beide. Aber ich bin einfach schneller. So. Ja, Leute, wir haben den Hotspot tatsächlich erreicht. Das ist nice. In der nächsten Folge würde ich sagen, looten wir hier mal, sehen mal, was wir dann da so bekommen, inspizieren hier noch so ein bisschen, gucken ein bisschen rum und dann, ja, versuchen wir den Abstieg oder vielleicht probieren wir auch noch mal einen von den Jungs hier runterzuholen. Ich weiß, ich habe extrem viel Muni verschwendet, aber naja, ihr seht, es hat irgendwie doch noch was gebracht im Endeffekt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.